Wie viel Butter brauche ich denn dafür noch? Eigentlich nur einmal. Ich möchte trotzdem zuerst den Marshmallow machen. Und Kief. Weil ich den Zug ganz gerne schon einmal, vielleicht nochmal wegschicken möchte, wenn ich es kann. Also ich möchte wenigstens die Chance dafür bekommen, es eventuell tun zu können. So, also Marshmallows! Und Kief. So. Nee, warte, Marshmallows und Kief. Ja, okay, das wäre dann erfüllt. Und jetzt kommt da noch eine Butter rein, die ich ja brauche für die Kekse. Eine Skunk steht da oben noch. Das heißt, wenn die Butter fertig ist, kann ich sie abschneiden. Fertig. Die nächsten Kekse. So, und dann pflanze ich eine Skunk nach und dann ist das hier quasi auch schon so gut wie erledigt. Mehl ist in der Mache. Aber ich... Warte mal, wie viel... Ich muss sowieso noch einen Moment warten. Aber in 2 Minuten kann ich das dritte Mal Mehl machen. Damit das hier dann erledigt ist, muss ich nur aufpassen, dass ich die Haze nicht ausgebe. Und mit dem Rest mache ich dann das da. Und dann brauche ich noch Honig. Und für Honig habe ich gesagt, ist alles da. Dafür brauche ich nur einen freien Platz. Den ich habe, wenn das hier fertig ist. Weil ja als nächstes noch einmal Mehl da rein muss. Soll. Müssen tut das hier gar nichts. So, ich habe wieder einen Meilenstein erreicht. Zeig mal. 15.000 Geld. Geil. Ach, guck mal, hier sind wir schon bei 15 Diamanten. Okay. Boah, hier kann man auch richtig abstauben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da hinkomme. Aber man weiß ja nie. Sollte die vielleicht mal abschneiden. Direkt nachsäen. Sonst warte ich hier nämlich, dass ich das abschneiden kann. Und in der Zeit hätte die aber auch schon mal ein bisschen wachsen können und gegossen werden können. Denn gerade die ersten Gießzyklen, die gehen ja so schnell. Danke. Nochmal Mehl. So. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug dafür. Und hierfür sowieso nicht. Aber ich werde die Skunk immer wieder nachpflanzen da oben. Könnte man ja eigentlich mal einen Steckling von schneiden. Dann braucht man nicht immer neu kaufen. Nur so ein Tipp. Nur so ein Tipp. Genau, wie viel Honig brauche ich? Ich brauche nur einmal, ne? Ja. Kann ich hier aber bald quasi das hier alles heute noch abgeben. Das ist voll geil. Und dann schauen wir mal, was danach kommt. Für Aufgaben. Wenn ich eins davon abgebe, kommen bestimmt immer so eklige. Dann Stück für Stück die nächsten. Immer mal wieder. Ach genau, da warte ich auch noch auf die Butter. Zwei Minuten 23 plus 2 Minuten sind 4 Minuten 20, also gleich noch 4 Minuten plus
Die Butter sind dann 9 Minuten. Die Kekse sind... Ja, guck mal. Kann ich gerade so, wenn das gerade zu Ende ist, die nächsten reinwerfen. Passt doch. So verschwende ich dann wenigstens keine weitere Zeit mehr. Ja, und wenn das fertig ist, habe ich noch 23 Plätze frei. Ja. Gut, komm, dann schneide ich jetzt diese Verstreuten hier. Ich sag verstreut, weil hier sind sie schön nebeneinander. Da waren sie so querbeet. So habe ich es zumindest empfunden. Gut. Sehr, sehr gut. Ach ja, ich warte da ja immer noch drauf. Habe ich hier Kief schon? Ja. 2,5 Minuten. Kommt auch ungefähr hin, dass das so halbwegs gleichzeitig fertig ist. Marshmallows und Kief. Kann ich den Zug nochmal wegschicken? Ja. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sollte ich das in Etappen machen. Das heißt, es macht ja, also es ist ja eigentlich total dumm, wenn ich jetzt gerade eine, wobei 20 Minuten hierfür geht jetzt natürlich noch, weil Kekse sind jetzt auch nicht viel länger. Aber trotzdem, wenn ich jetzt die, für mein Beispiel, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, hiervon, keine Ahnung, alles voll zu machen oder auch nur ein, dann ist das total dämlich, weil wenn ich das als erstes da reinziehe, kann ich erst in 2,5 Stunden diese Fabrik wieder benutzen. Was bedeutet, dass es am meisten Sinn macht, diese Dinge erst zu machen oder überhaupt zu machen, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin und offline gehe, weil ich diesen Spielstand nur spiele, wenn ich aufnehme, also nicht offline auch noch. Und das heißt, dann kann während der gesamten Zeit, während ich nicht online bin, diese ganzen Dinge, die so lange dauern, fertig werden. So, und wenn ich jetzt... Hier solche, nehmen wir an, das würde jetzt auch eine Stunde dauern, was es jetzt nicht tut. Dann wäre das ja sinnvoll, am ersten Tag hiervon alles voll zu machen und dann quasi, also bei einer Aufnahme und bei der nächsten Aufnahme dann das alles einzusammeln und am Ende, wie gesagt, immer am Ende, dann die Teile machen. Aber das hat sich ja mehr oder weniger erledigt, weil 20 Minuten... Wäre halt aber auch blöd, wenn ich das damit zuknalle, weil ich ja hier noch 10.000 andere Sachen habe, die nicht so lange dauern. Was braucht man da? Was braucht man denn dafür? Dafür braucht man G13 Haze und Sour Diesel. Da wäre es doch eigentlich schlau, wenn ich so 4 Töpfe freimache, 2 G13 Haze, 2 Dingens. Machen wir mal kurz. Eine. Die zweite, weil die dauern sowieso am längsten von der Geschichte jetzt. Und dann noch eine Sour Diesel dazwischen. Ich meine, hier steht ja noch einer. Die ist zwar für was anderes gedacht. Ich würde gerne... Ja, warte mal. Patsch. Weg damit. Dann kann ich diese letzte hier abschneiden. Zack. Und da noch eine Sour Diesel reinschmeißen. So, jetzt sind 4 Töpfe für Zukunftsplanung weg und 3 für quasi jetzt. So, dann kann ich jetzt hier auch den Zug wegschicken. Patsch, patsch. Der ist dann, glaube ich, in einer halben Stunde wieder da. Ja. Mal gucken, was er dann will. Dann kann ich zwar nicht mehr wirklich agieren, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit.